Also ich hatte schon als kleines Kind hatte ich schon Tiere gehabt. Ich hatte das Glück gehabt bei meinen Eltern, dass ich auch viele Tiere haben durfte. Und ich könnte mir eigentlich das Leben ohne Tiere gar nicht vorstellen. Hier ist es, komm. Da. Voilà. Mein Name ist Anita Hirschi, ihr seid hier im Mini-Zoo Zahir. Das ist eine kleine Oase für Tiere, die nicht mehr gebraucht werden. Zootiere, wie zum Teil auch Haustiere. Es leben im Moment an die 200 Tiere bei uns. Also ich kann euch hier mal ein paar Tiere vorstellen. Das ist unser Joy, unser Hofhund. Das ist, also wir haben drei Familien Hühner. Das ist der Herr Müller. Hier nebenan wohnt die Familie Müller. Dort die Schwarze ist die Familie Schwarz. Die jagt jetzt gerade Frau Müller. Und dann hat man dann, oben noch, hat man dann noch eine Familie Meier. Für mich ist es eigentlich nicht wichtig, Tiere zu haben, sondern den Tieren, wo es eben nicht gut geht, auch ein Heim zu geben, Tiere zu haben. Hätte ich die Tiere alle müssen kaufen oder respektive für mich den Zoo wollen, hätte ich es nicht gemacht. Das ist wirklich, den Zoo haben wir wirklich, weil wir diesen Tieren einen guten Platz, ein gutes Lebensende haben wollen bescheren. Und so, ja, so sind wir eigentlich dazu gekommen. Salut! 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 So. Er ist eher der Scheuch. Er ist von einem Züchter gekommen, der viel mit dem Netz eingefangen hat. Und das vergessen sie nicht. Und er war ein Freiflug. Der hat einen Zoo, jemand hat ihn in einem Zoo gebracht und wir haben ihn trotz dem Ringli der Besitzer nicht ausfindig machen. Jetzt wohnt er hier mit seinem Freund, der Raffaello und der Bounty. Und sie lieben Erdnüsse. Mein Traum war immer Kamel, aber es war eigentlich eher ein Traum. Und hat eben ein Bekannter von mir, der einen Zoo hat, hat einen Platz gesucht für zwei Kamel. Und dann gefunden, voilà, Träume können ja auch in Erfüllung gehen. Also wir machen eben mit dem Kamel-Trekking, aber es ist nicht nur Kamel, es kommt ganz darauf an, wie viele Leute das kommen. Wir nehmen auch grosse Geissen mit, wir haben Lama, die mitkommen, wir haben Pony, die mitkommen. Das ist immer ein bisschen individuell, was die Leute gerne hätten. Die Idee hat ja angefangen eigentlich mit dem Kamel. Weil dort wollten wir die Trekking machen, wir wollten mit diesen Leuten hier durch den Berner Jura spazieren mit unseren Kamel. Das kann man ja nicht überall machen. Wir haben ein bisschen später haben wir Lama übernommen. Und dann habe ich gefunden, die können auch mitkommen, weil was wollen die allein immer in der Weide hocken. Und letztes Jahr sind noch die Geissen dazugekommen, die einen Platz gesucht haben. Und dann haben wir gefunden, mal, es gibt auch Wandergeissen. Und ja, ich möchte auch gerne, dass die Tiere ein bisschen beschäftigt sind. Und wir schauen auch immer, macht es das Tier gern, macht es das weniger gern. Also, das Schönste für mich ist, nebst dem Tier, die Freude der Leute zu sehen. Wenn sie hier sind, wenn sie heimgehen und sagen, es war wirklich ein cooler Nachmittag, wir kommen wieder. Die Freude in den Augen zu sehen, wenn die Kinder die Tiere dürfen anlängen, wenn sie in ein Gehege rein dürfen, was sie ja nicht mehr überall dürfen, wenn sie eine Schlange mal dürfen um ein Haus haben. Das ist für mich eigentlich das Schönste, wenn ich die Freude sehe, auch bei den Leuten, und sehe, wie das harmoniert zusammen, wie die Kinder, die eigentlich keine Beziehung mehr haben zu Tieren zum Teil, aufgehen und irgendwie eine Viertelstunde bei einem Schäfchen hocken und das Schäfchen futtern, das finde ich Hammer.